Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Anaïda, ich grüße dich. Du hast deinen Partner schon längere Zeit, aber er benimmt sich oft unmöglich. Und du möchtest wissen, liebt er dich überhaupt? Kannst du auf ihn vertrauen? Spielen auch anderen Frauen eine Rolle? Und das klären wir bei diesem Legung. Dein Gegenwart zeigt hier dieses Bild. Du sollst erstmal deinen eigenen Gefühlen beherrschen. Und das zeigt hier diesem Kelch. Und die Kelch symbolisiert die Wasserelement und Wasserelement steht für Gefühlen. Geh aber auch auf seinen Gefühlen auch ein. Dieses Feld symbolisiert Bewegung, macht das lebendig. Aber bevor du auf ihn zugehst, du sollst hier sicher sitzen auf diesem Feld und das bedeutet erstmal mit deinen eigenen Gefühlen sollst du klarkommen und dann auf ihn zugehen. Lass das bitte nicht zu, dass er dich immer wieder verletzt. Wenn wir die Gefühle betrachten, dann ist wichtig zum Erkennen, es gibt zwei grundverschiedene Systeme. In einem System sind die negativen Gefühle. Ich nenne das mal so. Und zu diesen negativen Gefühlen gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Aggression, Wut, Eifersucht, Neid, Hass. Diese negativen Gefühle blockieren uns. Neid und Hass ist sogar zerstörerisch. In anderen Systemen, und das hat mit negativen Gefühlen gar nichts zu tun, in diesem zweiten System sind die positiven Gefühle. Dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Mut und Kraft, Vertrauen und Liebe. Diese positiven Gefühle haben eine göttliche Quelle. Und das hat eine bereinigende, heilende Wirkung und weil das göttlich ist, ist auch schöpferisch. Egal was auf dich zukommt im Leben und du erlebst in Gefühlsebenen, dass du Angst bekommst oder zweifelst an etwas oder hast du Schuldgefühl, weil diese Ereignisse wirken auf deinen Emotionen, versuche da nicht aufhalten, sondern sofort umdenken, was dich begeistert, beruhigt, zum Lachen bringt und übergehe immer auf den positiven Gefühlen. So hast du dein Leben im Griff, hast du Erfolg in allen Ebenen. Versuche das mal verinnerlichen und wenn das klappt und bist du selbst sicher, und er kann dich gar nicht verletzen, dann geh auf ihn zu. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt dieses Bild. Gerade das, was ich erzählt habe, die Kelchen, die Gefühle, das in Form zu bringen, in Ordnung zu bringen. Und auf dem Tisch ist ein Schriftstück. Das bedeutet, du lernst dabei etwas
oder kannst du das aufzeichnen, kannst du auch Tagebuch führen oder du kannst auch malen nach deinem Gefühl, weil das hat auch eine schöne, beruhigende Wirkung. Und so sorgst du hier für Ordnung in dein Inneren. Was spielt dort ab? Worauf sollst du achten? Das zeigt hier die Kraft. Und das bedeutet auch das inneren Kraft, die Überzeugungskraft, dass all das, was du vorhast, gelingt dir auch. Und mit diesem Kraft kannst du dich behaupten, dich auch mal wehren. Und astrologisch gesehen hast du gerade diese Thematik. In dein Horoskop befindet sich Schütze im dritten Haus oder dritten Lebensbereich. Und das ist die Schule des Lebens. Und da lernst du etwas, dich zu behaupten und wehren gegen Konkurrenten oder Rivalen. Natürlich bedeutet auch Information, Austausch von Informationen und auch etwas Neues lernen oder Wissen vermitteln. Ist auch eine Art Austausch. Und hier im Schütze bewegt sich jetzt einiges. Nach indischen Berechnungen hast du hier gerade Pluto, auch Saturn, auch Jupiter. Hier ändert sich schicksalhaft etwas. Und Pluto zeigt, wie wichtig das ist gerade, weil das ist die Konzentration, das ist dein wichtigster Thematik gerade. Und Jupiter gibt dir die Chancen, Möglichkeiten, das in Ordnung zu bringen. Und Saturn will sowieso Ordnung. Dieses Jahr werden aber diesen Planeten übergehen auf Steinbock. Und das ist der tiefste Punkt des Horoskopes bei dir. Und das gibt dir die Fundament, die Basis. In dieser Zeit, also in die kommenden Jahren auch wirksam ist es, kann sein, dass bei dir wohnlichen Veränderung kommt. Aber jetzt bleiben wir bei dieser aktuellen Situation und aktuell bist du in dieser Prüfung in Schule deines Lebens, wo du lernst, dich zu behaupten. Was verbindet euch beide? Das zeigt hier dieses Bild. Wenn du diese Herrscher betrachtest, dann beherrschst du das alles. Dann beherrschst du auch deinen Gedanken, deinen Gefühlen, auch die Bezug zu ihm und hast einen guten Einfluss auf ihn. Aber im Hintergrund zeigt sich dieser Hofnarr. Das hat zwei Seiten und wir müssen immer beide Seiten die Münzen anschauen. Wenn man sich verhält wie ein Narr, dann bereut man einiges im Leben. Aber die Narr ist nicht so dumm. Nein, der Narr ist sehr klug. Oft ist klüger als der König. Der Narr bedeutet auch Humor. Nimm das alles mit Humor, dann kannst du das alles beherrschen. Und das, was euch beide verbindet, und hast du dann alles ganz gut im Griff. Was beschäftigt ihn, das zeigen hier die Kelchen. Und die Kelchen haben einen Einfluss auf den Gefühlen. Und er ist ein bisschen durcheinander. Er erlebt es mit Höhen und Tiefen, ein Hin und Her, oft zweifelt an vielen Dingen. Ist aber ihm sehr, sehr wichtig, das in Ordnung zu bringen. Das beschäftigt ihn auch regelrecht. Das Problem ist, was dieses Bild auch zeigt, dass andere einen Einfluss haben auf ihn, weil er sucht immer wieder die Bestätigung von außen. Das kann ein guter Einfluss sein, kann auch bedeuten, dass er noch mehr unsicher ist oder er hat noch mehr Ängste, weil diese Kontakte ihn eher schwächen als stärken. Und was wird er tun? In deine Richtung. Was passiert? Das zeigt hier dieses Bild. Er wird seinen Gefühlen beherrschen und er steht auch zu dieser Liebe. Und damit hast du schon gewonnen. Und ich befrage jetzt mein Pendel ganz konkret. Liebt er dich
Ja, nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er liebt dich. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, er liebt dich nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet ja, so solala, manchmal ja, manchmal nein, oder er weiß nicht, was er will. Die Frage ist, liebt er dich? Die Antwort ist ja, und das sagt auch mein Gefühl. Liebe Anaïta, so könnte ich deine Situation beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.